shake it down. Moin Jungs, da bin ich wieder, euer Zeddy, und ich habe einen neuen Unlimited Outfit Glitch für euch am Start, weil ich habe ja vor einigen Tagen euch gezeigt, wie das Ganze mit dem männlichen Charakter funktioniert, und da haben so viele Leute drunter geschrieben, ja, Zeddy, geht es auch mit dem weiblichen Charakter und alles mögliche, und da musste ich eigentlich leider enttäuschend sagen, die Methode, wo ich damals mit der Yacht gezeigt habe, die funktioniert mit dem weiblichen Charakter nicht, aber ich habe euch dafür jetzt eine neue Methode, wie das auch mit dem weiblichen Charakter funktioniert. Super einfach, auf jeden Fall das Ganze, nicht so blöd wie mit der ganzen Yacht vorhin, beim letzten Video. Falls ihr jetzt gar nicht wisst, um welches Video es sich dabei handelt, der Link zu dem Video ist unten in der Videobeschreibung. Den könnt ihr euch auf jeden Fall mal anschauen. So, jetzt zeige ich euch mal den Glitch, wie das mit der Frau funktioniert. Und zwar, ihr müsst in irgendein Bekleidungsgeschäft gehen und geht dort an die Theke. Dann geht ihr über Outfits und kauft euch irgendeinen Fliegeranzug. Ich nehme jetzt einfach mal den schwarzen, weil den habe ich ja schon gekauft. So, wenn ihr den dann gekauft habt, geht es jetzt richtig leicht weiter, und zwar, ihr geht auf Stil, geht auf Accessoires und geht dann ganz runter auf Handschuhe, und dort zieht ihr euch jetzt einfach mal andere Handschuhe an. Ich mache jetzt mal die blauen Chirurgenhandschuhe. Dann gehe ich hoch auf Ohrringe, wechsle mal kurz die Ohrringe und gehe dann wieder zurück und wechsle die Handschuhe wieder zurück, und bams, Glitch ist fertig. Ja, das war's auf jeden Fall mit dem Glitch. Einfacher geht's wirklich gar nicht mehr. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Und falls ihr das Ganze mit dem männlichen Charakter machen wollt, dann verliert er seine Arme. Also dann hat er unsichtbare Arme. Das zeige ich euch gerade mal im Hintergrund. Da müsst ihr einfach nur exakt dieselben Schritte machen, nur mit dem männlichen Charakter. Dann sieht er halt so aus. Ihr könnt natürlich noch die Schuhe und die Hosen und sowas ändern. Aber das T-Shirt oder ja, die Oberteile, die müssen halt so bleiben, oder die bleiben dann so. Ja, das war's auf jeden Fall. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst mir noch ein Like da. Falls ihr neu seid, könnt ihr mich natürlich auch abonnieren, damit ihr nichts verpasst in Zukunft. Und ja, tretet am besten meiner Facebook-Gruppe noch bei. Der Link dazu ist unten in der Videobeschreibung. Und dann würde ich einfach mal sagen, ich bin raus und wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Also Jungs, haut rein, macht's gut, ciao.